herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Olaf macht Mut. Ja, die Existenzialisten. So, vielen Dank. Wir beschäftigen uns heute mit einer sehr wichtigen Thematik. Wir beschäftigen uns heute mit Sport oder wie man ja auch sagt. Ich müsste da ganz kurz jetzt mal reingrätschen direkt. Wir müssen, wenn es schon um Sport geht, dann muss ich natürlich auch anpfeifen. Ich bin heute Schiedsrichter. Da würde ich jetzt gerne die Sendung anpfeifen. Vorher noch die Regeln. Kein Kratzen, kein Beißen. Ne? Nicht wie beim letzten Mal. Keine Tiefschläge, außer sie sind lustig. Okay? Fahre er fort. Die Pfeife pfeift. Ja, Sport, sag mal, stand hier nicht eigentlich mein Schreibtisch? Den habe ich wegmachen lassen. Seit wann dürfen Pförtner eingreifen? Von oben. Kam direkt von oben. So, ich pass mal auf, so ein bisschen. Ne? Hm. Merkst du auch schon direkt am Anfang, so von der Stimmung her? Das ist schon angenehm. Der Wind. Geile Atmo. Der Wind hat sich gedreht, Olaf. Der Wind hat sich gedreht. Du kannst deinen Finger dorthin schieben, wo bei dir der Wind herkommt. So. Gut, kommt in meinen Bericht. Was immer du jetzt hier machst, ich mach das einfach in meinen Bericht mit rein. Das sende ich dann nach oben. Das hat dann Konsequenzen. Mir ist das ganz egal, was du machst. Mach dein Ding, mach deine Witze. Julius Fischer. Aber mir sind da die Hände gebunden. Hm? Ich schreibe das jetzt auf. Judas Fischer schreibt Berichte. So. Okay, Judas Fischer. Wenn ich von, also ich sehe hier viele gebrochene gute Vorsätze. Wenn ich jetzt hier von Sport rede, weiß überhaupt jeder, was gemeint ist? Also ja. Ich zum Beispiel bin sehr aktiver Sportzuschauer. Gutes Stichwort. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen vom Publikum, aus das dem heißt, Publikum. Es geht los. Ja, es geht jetzt los. Willst du, bist du bereit? Ich kann es kaum erwarten, den Kelch meiner Erkenntnis weiterzureichen. Machst du denn selber Sport? Ich? Ja, du. Ich bin, kann man so sagen, ich bin Frühsportler, begeisterter Frühsportler. Stehe halt also immer erst 14 Uhr auf. Also es hat noch nie, ich konnte es noch nie einrichten. Was ist das Faszinierende für dich am Sport treiben? Treiben, also ach, komm. Treiben klingt ein bisschen getrieben, ein bisschen unruhig. Also ich glaube, die meisten treiben Sport, um einen gestählten Leib davon zu tragen. Ne? Um dann mit diesem gestählten Rumpf wiederum eine Frau zum Geschlechtsverkehr überreden zu können. Das ist aber natürlich Unfug. Also ich muss sagen, in all den Jahren sind die Frauen nicht mit mir ins Bett gegangen wegen meines Körpers, sondern gar nicht. Ja. So, also es bringt nichts. Was war denn dein schönster Erfolg im Sport? Mein größter, dein schönster größter sportlicher Erfolg? Es war ein Wettrennen. Und es war in der 8. Klasse gegen Heiko Fanghähnel. Und es ging wirklich um Leben und Tod. Also wir wurden von so einem Schäferhund verfolgt. Und ich habe gewonnen. Und ich muss sagen, ich habe Heiko im Prinzip nie wieder gesehen. Also im Ganzen, sage ich mal. Ne? Also das war für mich damals ein Riesenkick. So, jetzt stellst du mir drei Fragen, damit es fair ist. Du weißt, dass das niemanden interessiert. Außerdem, ich meine, es ist ja ganz klar, dein Körper beantwortet zum Thema Sport alles. Ne? Also. Unser aller Vorfahre, der Ur-Olaf. Mannhaft erwürgte er den Mammut, um die Seinen zu ernähren. Irgendwann aber wurde das Leben durch Technologisierung leichter. Bequem hätte sich der Mensch auf die Couch schlümmeln können. Doch ein Störenfried brachte alles durcheinander. Turnvater Jan. Frech behauptete er, körperliche Bewegung wäre gesund. Doch damit nicht genug. Er entwickelte allerlei bizarre Apparaturen. Das Reck und noch schlimmer, den Barren, an den sich der Mensch abzustrampeln habe. Damit war der Sport erfunden. Und die Gesellschaft wurde für immer tief gespalten in Sportler und normale Menschen. Und wir haben deshalb heute die Aufgabe, die Sportler von ihrem Irrglauben an Fitness und Bewegung abzubringen. Ja. Ich sehe es, ich weiß es, viele Menschen möchten Sport treiben, aber es ist natürlich sehr schwer, eine adäquate Sportart für sich erstmal zu finden. Welchen Sport will ich machen? Das ist nicht leicht. Bei dir denke ich da spontan an Eiskunstlauf.
Ja, ich glaube, du wärst für mich der neue Katharina Witt. Ne? Also. Das ist Privatfoto. Katharina der Große. Eiskunstlauf hätte für dich wirklich viele Vorteile, muss man sagen. Weißt du? Also du hättest, glaube ich, das erste Mal wirklich Körperkontakt. Du hättest wirklich eine harte Trainerin, die dich mal so richtig rannimmt. Mhm, das ist genau das, was ich brauche. Ich muss gebrochen werden. Ja? Ja, ja. Und du wärst der Mann für die wirklich schweren Sprünge. Also jetzt nicht bloß das doppelte Lottchen oder den dreifachen Lutz, sondern eben auch den doppelten Whopper. Oder den dreifachen Whisky. 3 Pluspunkte. Allerdings natürlich ist auch nicht so angenehm, das Eis ist kalt und das Eis kann einbrechen. Also da haben wir zu viele Minuspunkte. Vielleicht dann doch eher Dart, oder? Das ist so also ein bisschen dein Ding. Ich meine, du bist es gewohnt, Giftpfeile zu senden. Ne? Die Welt ist für dich sowieso eine Scheibe. Da haben wir schon mal 2 Pluspunkte. Und das Schöne am Dart ist, er kommt auch so angenehm asozial daher. Ne? Also, du bist umgeben von Tätowierten und besoffenen Engländern und Holländern. Das ist wie zu Hause. Das ist wie zu Hause. 3 Pluspunkte. Ja, bist du eigentlich. Das Einzige ist natürlich, man muss rechnen können beim Dart. Man muss, glaube ich, immer von 501 nach unten zählen. Ja, das hat aber nur 20 Zahlen. Das ist ein Minuspunkt. Hm. Da kann man nicht. Dann vielleicht, beim Dart kann man sich auch leicht so ein Triple einfangen, das juckt. Da, nee. Wie wär's denn Schach? Schach? Schach. Ich hab ja so eine Art Schachbrettbauch. Schachbrettbauch, Spitzenwitz. Ich meine, es hätte natürlich den Vorteil, du wärst endlich mal nicht der einzige Bauer im Spiel. Ganz klar, es ist eine sitzende Tätigkeit. 2. Plus. Und strategisch, man muss so mit Kalkül agieren. Was denkt der andere? Was weiß er? Was ist nicht? Was? Also, ne, deine Eltern waren ja beide bei der Stasi. Also, viele Pluspunkte. IM Turm. Natürlich ist es konditionell gar nicht so. Also, ich meine, 5 Züge hintereinander traue ich dir zu, aber dann kriegst du einen Schacharm. Also, das geht ganz schnell. Die Sehnscheiden hier oben besonders. Haben wir auch wieder einen Minuspunkt. Mensch, ist nicht leicht mit dem Julius und dem Sport. Wie wäre vielleicht Marathon? Also das muss man natürlich einplanen. Marathon ist Langstrecke. Das sind 40 Kilometer. Das ist eigentlich die Strecke, die du bis jetzt insgesamt in deinem Leben gelaufen bist, dann auf einmal. Ich mache halt gerne die Sachen mit dem Auto. Hm. Auch in der Wohnung. Aber das Gute beim Marathon ist, du bist unter Leuten. Also zumindest in den ersten 30 Sekunden. Und beim Marathon, ich glaube, da werden ja kostenlos Getränke und Bananen gereicht. Ne? Das ist ja für einen Ossi schon mal ein Pluspunkt. Andererseits natürlich 42 Kilometer. Ja, das heißt, du bist 7 Wochen unterwegs. Du musst übernachten. Ich denke, das ist wieder ein Minuspunkt. Das wirst du dir... Wirst du dir finanziell nicht leisten können? Die versteckten Kosten. Die versteckten Kosten. Mann, Synchronschwimmen. Er hat ja wirklich die Bikini-Figur. Das muss man sagen. Ich glaube, Synchronschwimmen, das ist es. Das Gute ist, es ist ein Hallensport. Also, du wirst selbst bei Regen nicht nass. Ne? Du kannst immer in deinem Element so im Lauwarmen so ein bisschen kraulen. Die Nasenklammer rettet auch einiges. Also, auf jeden Fall. Betont meine Wade. Die betont deine Wade? Synchronschwimmen? Also wenn ich drüber nach... Und die richtig guten Synchronschwimmer, die haben man, also die trägen dann auch alleine auf. Also Solo-Synchron. Hm? Seepferdchen hast du auch? Ich denke, es ist Synchronschwimmen. Oder was springt dich an? Ich meine, sag doch mal selber, ist das mein Job? Vielleicht ist ja hier was dabei. Guck dir mal das an, was jetzt kommt. Fußball steht in der Gunst der Aufmerksamkeit zwar ganz weit oben, doch gibt es in Deutschland auch zahlreiche Randsportarten, die sich zunehmend großer Beliebtheit erfreuen. Zum Beispiel das Hochseeboccia. Die ersten Schritte zum Hochseeboccia-Spezialisten unternehmen die begeisterten Athleten des HBC Leubnitz zunächst auf Binnengewässern. Also heute ist ja sehr beschaulich hier die Umgebung, aber im Normalfall sind wir eigentlich auf hoher See und spielen es dort. Es geht darum, dass die 2 Teams gegenseitig versuchen, am nächsten an die weiße Boje ranzukommen.
Wir haben einfach pro Saison einen immensen Verbrauch an den Kugeln, dadurch ist es ein wirklich wahnsinnig teurer Sport. Wir trainieren dreimal die Woche in der Regel. Wir haben einen Indoor-Pool für die Feinheiten, aber sonst sind wir auf hoher See meistens und trainieren dort. Atlantik, also wir fahren nach Frankreich und spielen da. Das ist natürlich sehr anstrengend. Da geht es auch wirklich darum, im Boot zu bleiben und gut zu spielen. Also das ist dann wirklich sehr schwer. Die teilweise extrem fordernden körperlichen Anstrengungen und der stete Nervenkitzel machen für viele junge Sportler den ganz besonderen Reiz aus. Also im Hochseeboccia-Bereich kann man das maximal bis 35. So geht der Trend bei allen neuen Sportarten, sei es Salami-Weitwurf oder Puddingstoßen, dahin, dass es immer um einen Mix aus unterschiedlichen Anforderungen mehrerer Bereiche geht, die Sportler vor völlig neue Herausforderungen stellt. Vor allem im Osten sehr beliebt ist der klassische Eierlauf, genauso wie das Skat-Wrestling. Die Gemütlichkeit des beschaulichen Kartenspiels konkurriert beim Skat-Wrestling mit knallharter Action. Asthma-Bowling, Unterdruck-Jogging oder das noch unbekannte Fickboxen erleben ebenfalls momentan starken Zulauf. Aber auch antike olympische Disziplinen wie das Speerwerfen entwickeln sich durch kleinste Regeländerungen zu Speerfangen. Hier können kleinste Fehler bereits böse Folgen haben. Oder zu Speerhalten. Schon minimale Unsicherheiten in der Haltung können das früher ausbedeuten. Die neuen Sportarten werden zunehmend von einem breiten Publikum wahrgenommen. Nicht zuletzt auch durch den atemberaubenden Erfolg der Deutschen bei der letzten Weltmeisterschaft im Verstecken, bei der die Bronze-, Silber- und Goldmedaille an Werner Brinkmann, Jürgen Hanft und Sibylle Schüssler ging. Alle drei sind bis heute noch nicht wieder aufgetaucht. Vielen Dank. So, wir haben natürlich das Anliegen, das Grundanliegen. Ha! Was ist denn heute bei Schuberts los? Eine Dopingkontrolle. Na, wo kommt die denn her? Die war doch gar nicht eingeplant. Es ist ja vielleicht sogar eine unangemeldete Dopingkontrolle. Hier ist was los. So ich ein freue mich. Ja. Dort sitzt der Verantwortliche. Ja, wieso also, denn ich? Er hat Mut warum auf. Denn ich? Ja. Nee, ich hätte mal bitte eine Haarprobe. Nee. Nee, das sind Freunde. Nee. Die sind beschriftet, durchnummeriert, die haben alle Namen. Die sind mit Margarine dran geklebt. Ja. Geht nicht auch was anderes? Blut oder Urin? Urin wird gerne genommen. Urin wird gerne genommen. Da ist es wichtig, dass du viel trinkst, Julius. Nee, ich will das nicht machen. Doch, das musst du. Nee, das, nein. Du hast nee, das kommt jetzt in meinen Bericht, ich mach das nicht. Ich meine, das ist mein Bericht, Bist du ein Mann oder eine Memme? Dopingkontrolle ist, du musst, wenn du viel trinkst, kann nichts schief gehen. Hier, das ist ein ganz normaler biologischer Prozess, dadurch werden die Schadstoffe im Körper verdünnt. Weißt du, das Brom, das Bor, das Aluminium, das Cadmium, das Östrogen, das Persil, weißt du, das Basalt, Alter, das Kryolyt, das Kaliumpermanganat, schwere Wasser, ganz schweres Wasser, seltene Erden. Musst du das alles austrinken? Du musst genug trinken. Merkst du schon, wie sich die Schadstoffe verdünnen? Nee, oh, krass, ich krieg nicht mehr rein. Du musst viel trinken, Julius, das ist ganz wichtig, weißt du? Ich habe nee, jetzt ist gut. Ich habe genug. Nein, ich habe jetzt genug. Viel, ich habe genug getrunken. Das reicht ich will, nicht. Nein, ich will jetzt einen Videobeweis. Dann schalten wir in unseren Hightech-Keller, in unser magisches Auge nach Köln. Wenn es mal nicht so läuft, dann nimmst du einfach meine Dopingprobe. Weißt du? Das ist die Referenz Urinprobe. Das ist du hast immer eine Urinprobe dabei, oder was? Der andere hat einen Regenschirm. Ich hab sogar zwei dabei. Weißt du, wenn ich mal wenn mich so bei Junkies, wenn die, dann sage ich, wollt ihr sauberen Urin? Dann sage ich, habt ihr zwei, könnt ihr euch eine Urinschorle mixen. Besser, du nimmst einen eigenen. Der ist nur zu nah. Ja, kann, aber muss ich das jetzt hier? Also nein, das macht man natürlich auf einer dafür vorgesehenen sanitären Einrichtung. Dann würde ich da in der Nasszelle. Komm hier, ne? Ich nehme das mit. Glück auf den Weg. Diese Dopingkontrollen sind ja wirklich wichtig, denn man muss anerkennen, Sport ist ja mittlerweile ein Milliardengeschäft geworden. Ne? Früher war das alles so nebenbei, da hat man Sport gemacht oder auch nicht, oder man hat sich engagiert. Zum Beispiel Jochen war Schwimmtrainer, viele Jahre hat er im Schwimmbad junge Damen belästigt, also ehrenamtlich. Und heute ist das ja alles ein Geschäft, das ist ein riesiges Business. Ne? Da wird entwickelt und geforscht und alles, was nicht für Waffen oder Krieg taugt, kriegt die Sportindustrie. Ja, wenn man sich so vorstellen, da sitzt einer und soll jetzt irgendwie Napalm verbessern
Und dann stößt er durch Zufall eben auf atmungsaktives Polyethylen. Und dann wird gesagt, aha, damit kann man keinen umbringen. Okay, verkaufen wir es irgendwie als überteuerte Hightech-Sportjacke. So einfach ist es. Und natürlich wollen dann alle mit absahen, gerade bei den Spitzenverdienern, bei den Fußballern. Also da gehen ja schon mal 40% an den Manager, dann nochmal 30% an den Werbeagenten und nochmal 50% an den Spielerberater. Ja, kann jeder ausrechnen. Also viele Fußballer haben einen Zweitjob, damit die überhaupt bezahlen können. Und dann sind die mit 35 fertig. Die sind völlig marode, lavede, die sind komplett zerknirscht. Also da hat im Vergleich zu den Fußballern, hat meist so eine Kreckhure vom Babystrich eine bessere soziale Perspektive und eine körperlich bessere Konstitution. Die, durch das ganze Gerenne bei den Fußballern, die Kniescheibe, die steckt ja an der Hüfte. Ne? Und die Hüfte steckt im Gaumenzäpfchen. Also der ganze Sportler wird ja nur noch zusammengehalten vom guten Willen und von Spucke. Ne? Fußballer haben ja 17 Mal mehr Spucke als normale Menschen. Deshalb sind die ja nur am... Weil das ist so. Und deshalb bin ich dafür, dass wir zurückfahren. Nicht immer nur schneller, höher, weiter, sondern wieder mal langsam anfangen und damit den Sport auch sicherer machen. Das ist mir ein Anliegen. Ja. Es lief. Und jetzt rate, wer sich nicht die Hände gewaschen hatte. Ja. Alter, ey, es lief, ja, wie am Schnürchen. Oh. Aber Sicherheit im Sport finde ich gut. Natürlich, ja. Ich finde, Sport ist viel zu gefährlich. Die ganzen Sachen auf dem Eis, so bei Curling oder so, das kannst du einfach sicherer machen. Einfach runter vom Eis, irgendwie einen Staubsaugerroboter umbauen, ab in die Wohnung, wird die Wohnung sauber. Curling ist die, wo der Stock immer so auf dem Eis rumeiert, dieses Eierstockschießen. Eierstockschießen. Das kommt raus. Nee, das muss in den Bericht. Ich entschuldige mich. Das ist wirklich hässlich. Bei allen Eierstöcken und bei allen, bei allen Eierköpfen. Na, was gäbe es noch? Tatsächlich zur Sicherheit, man könnte einfach endlich mal Tempolimit einführen bei Rennsportarten. So, dann wird halt in Monaco einfach 50 gefahren. Richtig. Und dann werden Blitzer aufgestellt. Richtig. Und dann kannst du nämlich auch gleich laufen. Oder öffentlicher Personennahverkehr. Ja, oder Fahrrad. Oder Fahrrad. Und wenn Sie schon mit dem Fahrrad rumfahren, dann können Sie noch Essen mitnehmen und gleich was austragen. So sieht's aus. Können Sie sich was dazu verdienen, weil Sie ja so teure Berater haben. Ja, ja. Geht um Optimierung alles. Und wir stellen also fest, Sport ist ja ein dynamischer Prozess, der sich quasi immer im Wandel befindet. Und es geht ja darum, den Menschen auf plastische Art und Weise zu demonstrieren, worum es beim Sport geht. Und was ist da besser geeignet als Puppenspiel? Puppen. Ja. Puppenspiel. Und ich sage nur, tritra, trullala, wuhu. Eins vorweg, das ist jetzt kein Kasperle-Theater für Kinder. Ne? Also das ist jetzt wirklich ein ganz dickes Ding, was wir jetzt hier geplant haben. Und was? Du musst mitmachen. Ich muss mitmachen? Das, ja, natürlich. Ich werde ihn jetzt rausholen. Du musst dich schon mal hinknien. Und wir haben natürlich Puppen vorbereitet. Als erstes, als wichtigste Puppe im Kasperletal ist natürlich, ganz wichtig ist der Hase. Der Hase symbolisiert ja unsere eigene Überforderung. Also er ist quasi vom Duktus her ein ziemlich bilateral unausgeglichener Charakter. Ja. Und er metaphorisiert ja quasi das Ungewisse im Hilflosen. Kann man so sagen? Ja, ich weiß, was du meinst. Er spiegelt dabei Fragmente unseres Verhaltens. So, ne? Genau. Subsumiert unsere Gesellschaftsnormen, genau, und deren Auswirkungen. Das sieht man dem Hasen gar nicht an. Ne? Und weil er eben so ein schwieriger Charakter ist, hat er auch so einen leichten, er hat jetzt keinen Dachschaden, aber er lispelt so ein bisschen. Deshalb wäre es vielleicht besser, wenn du ihn spielst. Okay, ich soll jetzt, okay. Also der Hase sagt immer, ich bin der Hase, Vater, ich wäre gerne ein Kaninchen. Ich bin Kaninchen. Aber lispeln dabei. Ich bin der Hase, Vater. Aber eben Kaninchen und dabei lispeln. Da ist kein Zischlaut drin. Ich bin Kaninchen. Lispeln. Ja. Wir haben natürlich dann, ganz wichtig, die Putte. Das ist ein Zwitter, das ist eine Mischform aus Pute und Nutte. Ja. Und die Putte nimmt sich permanent vom Wesen her als Dienstleister wahr. Verstehe. Sie weist aber Defizite in finalen Entscheidungsprozessen auf.
Und metaphorisch steht sie quasi für die Stimmung in Deutschland. Ja, ja, sie konterkariert auf der Subebene unser Konsumverhalten. Richtig. Hätte ich dir gar nicht zugedacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und weil sie nicht gut geht, kann sie nicht stehen, auch weil sie so dick ist, sondern sie kann nur sitzen oder liegen. Ja? Und sie weint ganz oft und ist traurig. Also sie ist so was, in der Band ist das der Jochen. Ne? So, muss man dann sehen. Spielst am besten auch du. Okay. Und dann haben wir noch, ganz wichtig, der darf nie im Puppentheater fehlen, der Zauberer. Und der Zauberer steht im Prinzip für das Versagen aller Staatsformen. Also er steht für den unerreichbaren multikulturellen Wunsch nach positiver Veränderung. Aber der Zauberer hat natürlich auch ein Problem, denn er kann nur sehr hoch sprechen. Ich bin der Zauberer, der so hoch. So, den machst am besten auch du. So. Nein, wir müssen ja, jetzt geht das Stück los. Ah, jetzt geht das Stück erst los? Naja, natürlich. Wir haben jetzt die Charaktere klar definiert. Okay. Und jetzt beginnt das Stück. Ich bin dran. Ich bitte. Ich habe eine Idee. Ich zaubere die Putte weg. Und jetzt ist die Putte weg. Und der kann Gymnastik machen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen sie es heute noch. Na? Sport frei, ihr Kanaillen. Habt ihr Lust? Gott sei Dank bin wenigstens ich vorbereitet. So, warte mal, also das ist Klaus, das ist deins. Das ist Julius. Das ist Klaus. Das ist Klaus. Das ist Klaus. Das ist Klaus. So, dann wiegen, Größe, 130. Auch 130. Hätte ich größer eingeschätzt. Nicht auf die Waage, nicht auf die Waage. Klaus Magnet wird gesponsert von Air Berlin und Lecker. Julius Fischer wird gesponsert von Trabant. Ach nee, Skoda. Und Solarwirt. Und Jochen Barkas wird gesponsert von der Republik Moldawien. Ich begrüße euch, Jungs, mit einem kräftigen Sport. Drei. Wir sind hier, um das deutsche Sportabzeichen zu machen. Es gibt mehrere Disziplinen. Weitsprung, Kugelstoßen, 1000 Meter, 3000 Meter, 5000 Meter. Wir haben uns schon, also ich habe schon präferiert die 1000 Meter, die 3000 und die 5000 Meter. Ja, das auch. Und da wird man mit den 5000 Metern anfangen, erstmal zur Erwärmung. Okay, ja. So, Jungs, fertig machen, auf die Plätze, fertig. Warte mal. Kommt, hüpft, rasch, rasch, meine Rehlein, hebt die Beinchen. Aber 5000 Meter sind ja nur halb so anstrengend wie 10.000 Meter. Verstehe ich. Jetzt hier! Gas geben, ziehe! Ja, ich gesagt, läuft, ziehen, du Sau! So, nächste Disziplin, Weitsprung. Hier. Und in der Schule, da hatten wir dafür eine Grube. Also komm, also so hart ist der Asphalt ja nur auch nicht. Männer, beruhigt euch. Wir haben auch eine Grube hier. Weitsprunggrube, weil wollt ihr Sportabzeichen für Seniorinnen ab 60 oder? So Jungs, das ist eine 4000 Gramm schwere Kugel. Die wird nicht gekugelt, die wird nicht geworfen, die wird gestoßen. Meter, Julius. 16 Meter weiter als du. Ja. 312 zu 20. Also im Osten war das völlig normal. Ne? So Jungs, also so dolle Worte setzt ihr wirklich nicht. Ne? Also ihr solltet wirklich anfangen an euch zu arbeiten und für die Zukunft. Naja, und Zukunft müssen wir jetzt nicht. Ich meine, heute, der Tag hat gezeigt, nur einer hat die Mindestanforderung erfüllt. Das bronzene Sportabzeichen geht, es war ja klar. Jochen ist es nicht. Klaus, Glückwunsch. Applaus. Gibt es noch ein letztes Wort? Also ich fand mich gut eigentlich.
Ich will den verstorbenen Mann meiner Oma grüßen und mich bei meinem Trainer entschuldigen. Am Trainer lag's nicht. Das muss man wirklich eindeutig sagen. Wir pfeifen zur Halbzeit. Und jetzt kommen die Spielerinterviews. Halbzeitanalyse. Eine Analyse, so weit würde ich nicht gehen. Müsste ja auch jemanden zum Analysieren gehen. Danke erstmal, dass Sie noch Zeit gefunden haben fürs Interview. Wo sehen Sie diese Stärken und Schwächen in der ersten Halbzeit? Ja, wir sind gut in das Spiel reingekommen, haben von Anfang an Druck aufgebaut. Die Einstellung hat von Anfang an gestimmt. Wir haben versucht, wirklich aggressiv in die Zweikämpfe reinzugehen. Ich habe aber zwei, drei Wortspiele am Anfang selber nicht angenommen. Dadurch habe ich den Gegner stark gemacht und ich muss natürlich versuchen, jetzt den, also wirklich die... zurückzuerobern. Schlimmer als zu Hause, ja. Es ist nicht so, dass ich irritiert wäre. Was muss ich in der zweiten Halbzeit verbessern? Müssen Sie vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen flitzen? Ja, wir müssen natürlich versuchen, die taktische Maßstäbe des Trainers besser umzusetzen. Wir wissen, dass wir die Räume eng machen müssen. Das heißt natürlich, dass wir ganz aggressiv reingehen, dass wir die Räume nutzen, die sich bieten und dann schnell das Spiel verlagern und in die Breite ziehen. Das ist klar. Wir wollen versuchen, am Anfang ein frühes Tor zu erzielen. Wenn das nicht gelingt, wollen wir wenigstens spät hinten raus ein frühes Tor erzielen. Und natürlich geht es darum, dass wir am Ende die drei Punkte mitnehmen, ganz klar. Aber meinen Sie nicht auch, dass es irgendwie auch an Ihnen lag? Ich muss sagen, ich bin Teil der Mannschaft, versuche, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und natürlich habe ich einen Partner an meiner Seite, wo ich weiß, wenn ich auf jemanden verlassen kann, dann ist es eher nicht. Klar. Aber insgesamt, die Chancen, die sind da, wir müssen sie besser nutzen, dann sind wir am Ende schlauer. Klar. Danke, ich danke. Ich sage auch Dankeschön. So machen wir. Danke. Ja, dass man sich übergewichtig so traut, hier rumzurennen, wa? die Halbzeit ist natürlich noch lange nicht vorbei. Wir orientieren uns ja bei unserer Show ganz klar an amerikanischen Formaten. Und dort ist ja eine Halbzeitshow ja ganz selbstverständlich. Man versucht das in Deutschland ja auch beim Fußball so, die Halbzeitshow zu etablieren. Hat nicht ganz geklappt letztens mit Helene Fischer. Für uns agiert deshalb hier in der Halbzeitshow Julius Fischer. Und wir wünschen gute Unterhaltung. Ich hab meinen Job geschmissen, denn du hast ja zwei. Du bist Strafanwältin und du spielst beim Fußball auf der Drei. Während ich zu Hause Wäsche mach, bei den Kindern das Fiebercheck, verteidigst du im Raum und grätschst die Gegnerinnen weg. Ich stehe auf der Bühne und spende dir Applaus. Ich fahre dich zum Training, dann fahr ich dich nach Haus. Denn ich bin ein Spielerinnenmann. Ich stehe in der Kurve mit den anderen und wir schunkeln, weil sich das Team kein Flutlicht leisten kann. Stehen wir dabei im Dunkeln. Du fragst mich, ob ich zufrieden bin, ich antworte, ich bin's. Weißt du, Birgit, du bist meine Königin und ich bin dein Prinz. Klar gibt es auch Phasen, da bin ich auf Spielerfrauen neidisch. Sie werden zu Galas eingeladen, während ich dir deinen Eiweißbrei misch. Ich bin halt kein Influencer und du bist unbekannt. Wenn du Auswärtsspiel hast, fahren wir mit dem Trecker übers Land. Manchmal will ich schreien, weißt du eigentlich, wie schwer es ist, Grasflecken zu entfernen? Doch du lebst deinen Traum und dafür mach ich's gern. Du verhinderst dann mutig Tor um Tor und ich leite unterdessen den Spielerinnen-Kinderchor. Und hier ist er, der Spielerinnen-Kinderchor, meine Damen und Herren. Die Messis. Der Spielerinnenmann. Ich stehe mit den Kindern in der Kurve und wir schunkeln, weil sich das Team kein Flutlicht leisten kann. Stehen wir dabei im Dunkeln, Spielerinnen. Ich bin der Typ, der die Kinder betreut. Yeah, yeah, yeah. Spielerinnen, einige davon habe ich sicher
sicher auch gezeugt. Yeah, yeah. Spielerinnen, 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 Mann. Oh, oh, Spielerinnen, Mann. Ladies and Gentlemen, der MDR Kinderchor. Das hat mit Fuß, das hat mit Fußball nicht zu tun. Das hat mit Fuß, das hat. Okay, ich glaube, es ist an der Zeit, die zweite Halbzeit anzupfeifen. Olaf Schubert, der Dresdner Ausnahmekünstler, inszeniert momentan in Dresden seine mittlerweile dritte Oper. Sein Werk beschäftigt sich mit der schönsten Nebensache der Welt, mit dem Fußball. Wir hören jetzt den zweiten Akt aus der Fußballoper Mach ihn rein. Schubert lotet die Grenzen zwischen dynamischer Wucht und sinnlicher Redundanz aus und schafft so auf der Bühne Momente von selten erlebter dramatischer und musikalischer Intensität. Der Brückenschlag zwischen Bewegung und Kultur. Aua, aua, das tut wirklich weh. Halt, halt, du hast jetzt die Verletzung am Schienbein, ja. Aber ich sehe da eher mehr was im Adduktorenbereich. Besonders die diversen Details des Stückes machen es zu einer unglaublichen Herausforderung, die Oper so authentisch wie möglich zu machen. Versuchst, sein Gesicht zu treffen. Der Regisseur ist recht streng mit uns. Wir müssen, glaube ich, den Schmerz noch mehr herausarbeiten. Ich hab doch nur den Ball gespielt. Wichtig ist ja, dass wir die Schranken überwinden zwischen Fan und Spieler. Und ihr seid sozusagen jetzt die Fans. Und wir singen jetzt aus dem zweiten Akt den Chor. Der wäre... Müller, verrecke! Ich hol mir eine Wurst. Tägliche kritische Gesangsproben führen zu herrlichen Stimmen, die man in dieser Fülle nur selten zu hören bekommt. Bei Räume eng müsst ihr stimmlich weiter. Du warst sehr, sehr schlecht. Ich war sehr enttäuscht. Ich hab nichts. Es kommt nichts an. Es kommt nichts an. Nichts. Es wird auch neuerdings zur Mode, dass an Opernhäuser Regisseure kommen, die vom Singen überhaupt keine Ahnung haben. Ich will wirklich, dass es allen Spaß macht und dass wir hier eine angenehme Arbeitsatmosphäre haben. Raus! Raus! Mann, 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 Mann! Schubert gelingt der scheinbar unmögliche Brückensprung zwischen Bewegung und Geist. Hier bin ich, der Fußballgott. Ballett, da steckt ja schon Ball drinnen. Ballett. Und fang den Ball. Ja, vergiss, was du gelernt hast. Du musst ihn so fangen, ganz normal, wie wenn du halt im Tor stehst und den Ball fängst. Ich stehe aber nie im Tor. Genau. Und das will ich sehen. Die Musik hab ich ja, die Musik hab ich ja selber komponiert. Über die Flügel, über die Flügel. Schuberts Aussage ist eindeutig. Mailand oder Madrid, egal. Hauptsache Sachsen. Zeitgenössisch und sozialkritisch bewegt sich der Wahl Dresden auf sicherem Terrain. Wer sich das Ganze nicht entgehen lassen will, die Premiere startet im Mai in der Dresdner Semperoper. Restkarten sind noch vorhanden. Vielen Dank. Man muss ja feststellen, ihr, das Publikum, also ihr, die Menschen da draußen, ihr wollt viel Spiele. Das war ja schon früher bekannt, Brot und Spiele. Und die Sehnsucht nach Wettkämpfen ist stark im Kommen. Und deshalb gibt es ja auch diese ganzen Battles. Es gibt jetzt Kochduelle, Gesangsduelle. Jetzt wird über irgendwelche Trampolins gehüpft oder über irgendwelche kunstlederbezogenen Gerümpelhaufen. Und das ist ja auch das Schöne. Man kann ja alles zum Wettkampf machen. Das ist die einfachste Sache der Welt. Du musst nur, was es auch immer ist, du musst es unterteilen in zwei Mannschaften. Ne? Angenommen Rot und Blau. Dann musst du ganz willkürlich irgendwie Punkte vergeben. Eins, zwei, so. Und ganz wichtig, dann musst du das, was stattfindet, auch kommentieren. Und wenn du das kannst, ist es automatisch Sport. Und mehr geht's nicht. Dann mach. Ja, es ist ganz, du siehst, was weiß ich,
du siehst. Rot gegen Blau, ja, heute hier die roten Hühner gegen die blauen Hühner. Die blauen Hühner haben die weißen Trikots an, die roten Hühner, die braunen. Und auf dem Rasen ist schon ordentlich was los. Und aus dem Hinterhalt müsste Hahn kommen. Hahn müsste, er kommt nicht. Stattdessen geht es sofort um die Wurst. Natürlich, der alte Wettkampf, Blutwurst gegen Brühpolnische. Aus dieser Perspektive schwer zu erkennen. Wird da Käse spielen? Nein, ja, doch, natürlich, da wird viel geredet, da wird zerredet, da ist zu wenig Action. Ja. Ja, und es hat Dynamik, unwahrscheinlich. Es geht runter, es wogt auf und ab. Für die Blauen natürlich kaum die Möglichkeit einzugreifen. Aber der Ausgleich von der Zielzeit, und das ist er ja quasi, das ewige Derby, Salz gegen Pfeffer. Der Pfeffer bringt von Anfang an Schärfe in die Partie, aber das Salz ist höher. Kann man den Vorsprung halten? Das Salz führt, hat noch ein Stück Vorsprung. Jetzt müssen sie es ins Ziel retten. Und da kommt die Sonne, den muss er reinmachen. Das ist ein Elfmeter, bloß noch runter ins Meer. Schafft sie es, schafft. Oder kommt der Mond noch dazwischen gewesen? Ja, die letzten Sekunden, sie, ja, da aus, aus, aus. 4:2. Ja, es war ein spannendes Spiel. Leidenschaft, Dynamik. Ja, und damit geben wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser, sobald es die Tor gefällt. Im letzten gelösten Fall arbeiten Partner und Partner bereits wieder auf Hochtouren, als das Telefon klingelt. Als das Telefon klingelt. Das scheiß Telefon klingelt! Fuck. Hallo? Für dich. Es geht los. Der neue Fall für Partner und Partner führt sie in die Welt des Dopings. Durch Einsatz illegaler Substanzen gelingt es Sportlern oft, die Grenzen der natürlichen Leistungsfähigkeit zu überwinden. Wir brauchen einen Dietrich. Doping ist ein riesiges Geschäft. Verpiss euch, ihr Spanner! Voller Vertuschung und Lüge. Es redet ja keiner. Nichts dringt nach außen. Und deshalb ist es wichtig, dass man wirklich auch abwegigsten Indizien nachgeht. Nur auf ihr Bauchgefühl hörend, gehen sie hinein. Aber manchmal hat man als Detektiv so ein Gefühl im Bauch. Und dann bleibt man dran. Fuck! 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 Nee. Fuck, fuck, fuck. 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 Dort unten. In dem Zimmer. Dort brannte die ganze Zeit Licht. Das ist Stromverschwendung. Ah, okay. Ich kein Doping. Ich selber. Absolut. Ich meine, können Sie uns das schriftlich geben? Ja, klar, ja. Der ist sauber. Wir haben es ja schriftlich. Oh, oh. Die muss viel essen. Eine ganz normale Weißrussin. Aber 23. Die mysteriöse Zahl. Du musst 23 sein. Du kriegst die Kugeln ja vorher gar nicht hoch. Um alle Eventualitäten auszuschließen, gehen sie ins Detail. Anabolika.
die weißrussische Kugelstoßerin, begann ihre Karriere erst mit 23 Jahren und wurde sofort Weltmeisterin. Ja, manchmal sind das ehrlich, die Fernseher so gefühlt, was ist dran? Schach. Partner und Partner gehen volles Risiko. Sie suchen den direkten Kontakt zur Zielperson. Sie konfrontieren sie mit ihren Indizien. Frau Bolika, warum flüchten Sie vor uns? Flüchten? Meine Herren, ich flüchte nicht. Ich trainiere für gute Leistung. Siehste, die ist sauber. Ich meine, wenn sie dopen würde, dann bräuchte sie ja nicht mehr zu trainieren. Stimmt, wenn sie dopen würde, dann könnte sie viel schneller rennen und wäre uns längst entwischt. So. Genau, ja. Und dann könnte sie so viel weiter werfen. 300 Meter, das ist beim Kugelstoßen überhaupt keine Weite. Klar, waren wir enttäuscht, dass wir jetzt nicht den dicken Fisch gefangen haben, aber das Gefühl, eine ehrliche, wirklich eine saubere Sportlerin auch mal persönlich kennengelernt zu haben. Toll. Toll. Doping ist eine Plage. Ich wäre ja eigentlich dafür, man kann den Kampf gegen das Doping sowieso nicht gewinnen, wie man den Kampf gegen die Drogen ja auch nicht gewonnen hat. Am besten wäre es, man würde Doping legalisieren und direkt Meisterschaften im Doping einführen. Dann müssten die sich nicht mehr abquälen. Alles ist ein Wettbewerb. Genau, alles ist ein Wettbewerb. Und das Ergebnis deiner Dopingkontrolle ist übrigens auch da. Oh, jetzt bin ich gespannt, okay. Ja, das Gute ist, es wurde in deinem Urin nachgewiesen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Du bist so langsam, ich hätte gedacht, du pinkelst Bremsflüssigkeit. Er ist nicht gedopt, es wurde gefunden Tetrahydrocannabinol und Tetrapack. Vermutlich billiger Rotwein. Und die gute Nachricht, Julius ist Vater. Was? Ja, und zwar Vater überraschenderweise eines Kindes. Und zwar von Silke Göbel. Nie gehört. Silke Göbel, nie gehört? Nie gehört. Die Göbeln, das war doch die fiesche Ische. Ja, ich weiß nicht, du musst gut selber wissen. Ja. Und wir reden von Sport und da sind natürlich Kinder direkte Ansprechpartner. Denn Kinder brauchen Aktivität, um sich zu entfalten. Und das war mir schon immer ein Herzensangelegenheit. Das war mir schon immer ein inneres, intimes, tiefes Bedürfnis, Kinder zu unterstützen. Und ich spendiere, also ich spende deshalb aus meinem bescheidenen Unvermögen 1.000 Euro für den neuen Rasenplatz der TC Blau-Weiß-Konnewitz. 1.000 Euro. Ich muss sagen, ich bin keiner, der sich lobt. Aber in dem Fall muss ich sagen, Olaf Spitze. Ja, das ist, natürlich gibt es das nicht einfach so, sondern jetzt kommst du ins Spiel, Julius. Du okay. Musst ein Tor schießen. Pro Schuss 1.000 Euro. Pro Schuss? Also gehst du schon davon aus, dass ich nur einmal treffe? Ja, also ich meine, ist er für den guten Zweck. Okay, wir haben drei Bälle, drei Schuss, drei Tore. Aber das ist oder super vielleicht easy. Auch nicht. Natürlich, ich gebe mein Bestes. Julius, es ist an dir. Ja, okay. Es gilt, mich zu überwinden und natürlich die Torwand, klar. Das ist ja bekannt. Tore im Fernsehen gibt es nicht. Es gibt nur Torwände. Und what the fuck? Echt? Ich bin der Letzte, der irgendwie Druck aufbaut oder so, aber es ist jetzt wirklich an dir. Julius, 1.000 Euro für den guten Zweck. Und ich sage, sportfrei. Das funktioniert nicht. Sag mal, hör's. Es geht um den guten Zweck. Du hast doch gerade mitgebracht. Was hast denn du gegen Kinder? Gib dir Mühe. Hopp. Ja. Immer das passt da nicht rein! Es passt da nicht. Immer dieses Negative. Julius, es passt nicht rein, ist ein Argument, aber mehr auch nicht. Weißt du, das ist immer dieses Negative, Destruktive. Also wirklich kein Geld für die Kinder. Applaus für Julius Fischer. Ja, okay. Also da muss ich sagen, ich glaube, du hast heute viele Sympathien verspielt. Also, wenn man es nicht einmal probiert,
So, wenn man von vornherein... Ich pfeife die Sendung jetzt mehr ab. Als ist mir egal. Nee, ich pfeife jetzt ab. Okay. Vielen Dank, das war Olaf macht Mut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Sendeplatz, gleiche Welle. Julius Fischer und die Existenzialisten. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, die Existenzialisten.